ich fand, die erste Halbzeit hätten wir durchaus auch schon höher in Führung gehen könnten, allerdings meistens gefährlich durch Standards. Wir waren eigentlich mit unserem Spiel nicht so zufrieden, obwohl wir das Spiel kontrolliert haben, aber wir uns so die ersten 60 Minuten schwer getan haben, Chancen zu kreieren aus dem Spiel heraus. Trotzdem sind die Jungs dann auch nach dem 1-1 ruhig geblieben und mit dem 2-1 hat man noch das Gefühl gehabt, jetzt haben wir das Spiel entschieden, dann sind auch die nächsten Tore noch gefallen. Wir haben zumindest für einige Minuten an der Sensation geschnuppert. Dass es am Ende nicht gelangt hat, wäre auch zu vermessen gewesen, dass wir hier in die Verlängerung gehen. Wir hatten die Chance zum 2-2, haben dann 5 Minuten ein bisschen nachlässiger gespielt, weil die Konzentration durch die fehlende Kraft auch ein bisschen nachgelassen hat. Aber ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Sie hat von der ersten bis zur letzten Minute an sich geglaubt, dagegen gehalten und ich glaube zumindest 65 Minuten lang dem Gegner richtig Paroli geboten und es ihm schwer gemacht. Also ich glaube, für meine Jungs gilt einfach, dass sie von Anfang an das Spiel konsequenter spielen müssen. Wenn du dann der ein oder andere so ein paar Prozentpunkte nachlässt, der Gegner, der dann auch massiert hinten drin steht und natürlich auch auf Konter spielt und wenn du ihnen da mal eine Chance lässt, dann wird es schwer, oftmals so ein bisschen den Schalter umzuklicken. Was wir eigentlich der Mannschaft mitgegeben haben, was wir auch für das Finale erwarten, dass wir von Anfang an sehr konsequent und spielen und letztendlich unsere Chancen nutzen. Anton hat heute sehr gut gehalten, wenn man bedenkt, dass auf der Gegenseite der Nationaltorwart der U17 im Tor steht, der Deutsche, der sich zumindest bei dem Traumtor leicht hat typieren lassen, auch wenn er ihn vielleicht nicht hat verhindern können. Da muss man schon sagen, auch außerhalb der Nachwuchsleistungszentren wird vernünftig gearbeitet, wird hervorragend ausgebildet und ich glaube, die 15 Jungs, die ich auf den Platz gestellt habe heute, die müssen sich nicht verstecken. Also grundsätzlich ist für uns am Verein gut, dass wir diese Saison nicht in Abstiegsnöten geraten sind und natürlich für uns, für die U17 ist auch sehr, sehr angenehm, dass wir eine gute Saison spielen, dass wir problemlos sind, aber ich glaube, viele Mannschaften im Verein bewegen sich momentan auf einem guten Level.